willkommen zu meinem ersten Follow Me Around. Heute ist Freitag und das Wetter ist perfekt, also besser kann das Wochenende nicht starten. Ich gehe heute ein neues Dirndl kaufen, weil es steht das Oktoberfest ja bald an und auch meine Fahrt fürs Platter Girl. Und da möchte ich natürlich dann perfekt ausgestattet sein und dann gehen wir mal los. Also so ein Follow Me Around ist jetzt auch ein bisschen neu für mich. Also nehmt mir nicht alles so übel, wenn ich das immer so patze. Ich darf halt mit einem sehr coolen Auto fahren, mit einem Audi TT. Nehme ich euch jetzt gleich mal mit. Und voilà, hier ist das Prachtstückchen. Jetzt kommt noch die Sonnenbrille auf und dann geht's los. Ich habe mich selber noch gar nicht angeguckt. Mal jetzt mal. Richtig süß mädchenhaft. Das sind so Armen. So Carmen-Ärmel oder Carmen-Hose. Sieht man dann noch so ein bisschen die. Ich habe Schultern. Ich finde es immer also sexy, wenn man noch so ein bisschen Haut sieht. Ja, passen mir die Schuhe auch gleich dazu. Wird eng. Ist zu eng. Das, liebe Leute, ist mir zu lang. Viel zu lang. Ich weiß jetzt gar nicht, auf welche Seite die kommen. Rechts, links. Ich mach's einfach irgendwie mittig. Hohe Schuhe natürlich, fürs allgemeine Wohlbefinden. Süß. Aber da brauche ich einen Petticoat. Ja, ist schon. Ein bisschen aufgeplustert. Ich kriege jetzt noch einen Petticoat, dann wirkt es gleich noch viel besser. Was ist ein Petticoat? Das ist ein Unterrock, der das Kleid ein bisschen voluminöser machen soll, wie ihr es hier sehen könnt. Nach Hause nehmen. Es muss erst noch geändert werden. Jetzt gehe ich hier gerade runter und dann guckt mal. Da hänge ja ich. So, liebe Leute, jetzt geht's weiter mit meinem Dirndlkauf. Mein Dirndl gab es leider nicht mehr in der richtigen Größe. Jetzt gehe ich aber hin und lasse es mir schneidern. Das heißt immer so schön, was nicht passt, wird passend gemacht. Dann kommt man mit rein. So, also dann gehen wir jetzt und probieren.
Ich hoffe, euch hat mein erstes Wikis unterwegs Video gefallen. Ich denke, es werden auch noch mehr kommen. Hier ist mein erstes Video über Pediküre. Schaut es euch gerne an. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Wenn ihr wollt, abonniert mich auch. Und wir sehen uns im nächsten Video.